Ja, sie spielt die Anne Frank, Lea van Aken, eine, wie ich persönlich finde, der herausragendsten deutschen Nachwuchstalente. Zwei Filme auf der Berlinale gehabt, im zarten Alter von 16 Jahren. Einmal mit 14 Kreuzweg, einmal mit 16 das Tagebuch der Anne Frank. Was ist das für ein Gefühl, wenn man wirklich weiß, wow, ich bin jetzt zum zweiten Mal auf diesem bedeutenden Filmfestival vertreten? Oh Gott, ich freue mich total. Das ist natürlich eine Riesenehre, wenn man hier mit einem Film laufen darf und das miterleben darf. Ja, die Berlinale bedeutet mir natürlich ganz, ganz viel. Dadurch, dass es eben mein erstes Festival war und dann auch noch so ein großes, bedeutendes. Aber es ist auch sehr aufregend. Ja. Hat man dann gerade auch als junge Schauspielerin auch hier die Möglichkeit, vielleicht sogar neue Projekte klarzumachen? Ich steige da noch gar nicht so genau durch, wie wo was abläuft. Aber klar, wenn man vielleicht nette Gespräche hat, also ich glaube, wenn man mit dem Ziel so losgeht, ich will jetzt hier Projekte klar machen, dann funktioniert es vielleicht nicht. Aber wenn sich tolle Sachen ergeben, dann ist natürlich eine gute Möglichkeit. Das Tagebuch der Anne Frank, das habe ich in der Schule lesen müssen im Unterricht. Jetzt gibt es diesen Film dazu, also Jahre später, aber wirklich sehr intensiv und wirklich also unglaublich lebensecht rübergebracht. Wie hart waren die Dreharbeiten für dich? Es war schon eine Aufgabe und es war, also ich habe viel geschlafen, viel gegessen, einfach auch, nein, ich musste lernen, mir meine Kräfte auch einzuteilen, auf jeden Fall. Und ich weiß, als ich wieder zu Hause war, das habe ich gemerkt, eigentlich auf was für einem emotionalen Hoch bzw. Tief ich die ganze Zeit war. Und ich hatte Selbstzweifel, es hat aber auch mal gut funktioniert, also ja, es war eine intensive Arbeit, was natürlich auch toll ist. Aber wie nah lässt du dann so eine Rolle, die ja wirklich jetzt auch sehr traurig ist, an dich rankommen, ganz persönlich, weil es ja jetzt keine Fiktion ist, sondern es ist ja wirklich passiert? Ja, also ich musste oft, es gab oft Momente, in denen ich mir einfach wieder klar machen musste, dass das, was wir ja hier gerade spielen, wirklich passiert ist. Und ich habe das im ganzen Team gemerkt, dass jeder das ganz, ganz nah an sich hatte. Als war niemand, der morgens hingegangen ist und gesagt hat, ah, was drehen wir eigentlich für einen Film? Ach ja, klar, machen wir kurz, ne? Sondern ich glaube, immer von Anne geträumt, immer von unserem Film geträumt, vom Dreh. Also es ist schon so, dass das einen auch sehr mitnimmt und natürlich auch sehr tief in einem dann auch verankert ist und auch bleibt. Gerade bei emotionalen Szenen, also wie schaffst du es dann in deinem jungen Alter, dann auch diese Emotionalität, auch diese Trauer, diese Tränen hervorzuholen? Das kommt dann teilweise alleine. Das sind dann so tolle Schauspieler, mit denen man zusammenspielen darf. Ein grandioser Regisseur, mit dem die Verbindung eben so gut funktioniert. Und dann einfach noch dieser Gedanke, dass das wirklich passiert ist. Also es gibt diesen Moment, es gibt die Szene, wo wir entdeckt werden. Und als wir das gedreht haben, da stand ich da und in dem Moment wusste ich gar nicht, ob ich jetzt lachen soll oder weinen. Weil diese Situation für mich so, ja, so schrecklich war, so unglaublich, dass ich das im ersten Moment gar nicht greifen konnte. Und dann war es so Schock einfach. Aber im Endeffekt spielen wir diese ganzen Gefühle nur. Ich hatte niemals Todesangst. Das muss ich mir auch mal klar machen. Aber es ist trotzdem ein Dreh, der dich wahrscheinlich noch weiterhin begleiten wird, wo man noch Ja, lange auf drüber jeden nachdenkt. Fall. Ja, also es gab, als ich eben, ich war froh, dass ich danach 2 Wochen Ferien hatte. Ich musste echt erstmal runterkommen und das alles ein bisschen verarbeiten. Und ja, ich habe das noch alles natürlich noch in mir drin, ja. Im Film sind die Haare ja wirklich so lang und dann gibt es diese Vom Szene, Film. Ach so, ja, genau, stimmt hier, genau, ja, wo du so. sie abrasieren musstest. Ich meine, für eine junge Frau wie dich, wo man dann ja weiß, ich weiß das ja selber, das dauert ja, bis es irgendwie danach wächst. Was ist das für ein Gefühl, wenn man wirklich merkt, irgendwie so, jetzt gehen die Haare runter und man sitzt dann da und die Kamera ist auf einen gerichtet? Ja, also ich meine, heutzutage sind kurze Haare jetzt ja nicht mehr so untypisch. Aber in dem Zusammenhang war es einfach ein kompletter Akt der Brutalität und Weiblichung. Und ich wusste, dass ich das einfach der Rolle und dem Film schenken muss. Das ist das, was wir an Authentizität geben müssen, was wir eben auch schuldig sind als Schauspieler sozusagen. Aber da verschwimmen die Grenzen so zwischen Lea und Rolle total, zwischen Lea und Anne. Und ich dachte immer, oh Gott, wir können die Szene nur einmal drehen. Aber das ist so eine Ausnahmesituation, da kann eigentlich nicht schief gehen. Weil es einem dann ja wirklich passiert. Und in dem Moment, glaube ich, war ich komplett leer. Aber ich finde es schön, dass Anne in der Szene trotzdem irgendwie noch Stärke hat, weil sie lebt ja durch ihr Tagebuch weiter. Sie ist irgendwie noch da. Aber es sind jetzt auch keine Extensions, es ist jetzt original nachgewachsen. Ja, das ist original nachgewachsen, deswegen sind sie ja noch ein bisschen kürzer. Ich hatte ganz wilde Zwischenlängen. Das war echt ein Prozess. Aber was ist das für ein Gefühl, wenn die Haare dann plötzlich runter sind, der Dreh ist vorbei? Ich kenne das auch bei mir, wo ich angefangen habe, als es hier lichter wurde, die Haare runterzunehmen, was einfach schicker aussieht. Du fasst trotzdem immer noch mal durch die Haare, weil ich hatte immer so Ja, lange Haare. Dieses Phantomgefühl, man muss da durchgehen. total. Wie war das bei dir? Also die erste Nacht war ganz komisch. Auf dem Kissen, das hat sich angefühlt, als wären da Mäuse.
ich konnte gar nicht schlafen, weil wenn ich meinen Kopf bewegt habe, habe ich das immer gespürt. Das war ganz komisch. Beim Haare waschen, beziehungsweise nicht waschen, weil keine Haare da waren, war es natürlich auch ganz verrückt. Es gab so einen Moment, kam damit immer ganz gut zurecht. Eigentlich, es hat mich auch nicht gestört. Ich bin immer mit diesen kurzen Haaren dann immer rumgelaufen. Entschuldigung. Es gab einen Moment, da saß ich im Bus und da waren so kleine Fünftklässler und die haben dann gefragt, ist das jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Das war so ein Moment, da musste ich schlucken, weil ich so dachte, wow, was damit damals eigentlich auch bewirkt werden sollte. Mhm. Erkennen dich die Leute jetzt schon auf der Straße, dass sie wirklich sagen, Mensch, da ist Lea von Acken? Nee, also jetzt zur Berlinale vielleicht eher, klar, weil alle sich dann auch mit Film beschäftigen, aber nein, eigentlich nicht. Doch, Entschuldigung. Alles cool. Ich hatte das einmal, das war zum Einkaufen, da war ich einkaufen und da stand ich im Laden immer gerade an der Kasse und da standen zwei junge Mädchen und meinten so, sind wir spielst du nicht in einem Film mit? Und ich dann so, ja. Und da haben wir uns ganz nett unterhalten, das war total süß und die hatten eben den Trailer gesehen, haben gesagt, dass sie sich gefreut haben. Aber das war jetzt echt eine Ausnahmesituation. Wie geht's weiter? Erstmal Schule oder erstmal Schauspielerei? Am liebsten beides. Also, ja, das eine ist ja so mehr oder weniger gezwungen. Die Schule, nicht die Schauspielerei. Nein, ich möchte auch gerne Schule machen. Ich habe noch 2 Jahre, das will ich auch machen. Und dann mal gucken. Schauspielerei, keine Ahnung, wie es weitergeht. Was ist so dein größter Wunsch? Also gibt es da irgendwie so eine Rolle, wo du sagst, ach, das würde ich unglaublich gerne mal erreichen? Nicht unbedingt, nein. Also ich hätte Lust, irgendwie vom Liebesfilm bis zum Psychothriller irgendwie alles zu spielen. Also vielleicht ein Mädchen, ein psychisch krankes Mädchen oder so, wäre auch nochmal interessant. So aber wie Michael Myers, nur die weibliche Ausgabe. Oder? Ja, vielleicht eher so eine Borderline-Kranke oder so. Ah, okay. Mal gucken. Was würde dich an so einer Figur reizen? Ja, die Tiefe, ich weiß nicht. Nein, einfach so an die menschlichen Abgründe zu kommen. Ich bin auch jemand, der gerne beobachtet, sich da so reinzubohren, da hätte ich Lust zu. So, was ich jetzt ja auch durch Anne schon machen durfte. Das ist echt ein Riesengeschenk, wenn man als Schauspielerin so intensiv in sich eine Rolle arbeiten kann und da so tief eingehen darf. Das ist schon toll. Ich weiß, es ist eher ein ernsteres Thema, aber gab es da vielleicht irgendwas Witziges, was hinter den Kulissen passiert ist, wo man vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist oder irgendwelche kuriosen Dinge? Man muss wirklich sagen, dass wir ein ganz, ganz tolles Team hatten und man braucht diese Leichtigkeit auch. Wir sind da jetzt nicht alle so rumgelaufen, oh Gott, wie schrecklich, weil Anne ja trotzdem auch ein lebensfroher Mensch war. Und ich weiß zum Beispiel, ich weiß leider gerade keine Panne, aber ich weiß, doch, es gab einen lustigen Moment. Nein, aber ich erzähl's das. Unser letzter Hinterhausdrehtag, da haben wir am Ende die Szene gedreht, wo Stella Kunkert und ich tanzen im Zimmer. Das war so schön, irgendwie, wie wir da getanzt haben. Das war so ein fröhlicher Moment und gesungen haben. Das war ganz, ganz toll. Okay, ja. Wir haben noch ein paar Sekunden.